Moin Moin Freunde von Ausnahmetiteln, hier aus der Rubrik Ausnahmetitel, eine Perle meiner Jugendzeit, ich habe sie damals auf einem MSX-Computer gespielt. Wie kam ich drauf, diese Perle zu vergessen? Wie kam ich drauf, mich wieder an sie zu erinnern? Das ganz einfach, ich habe mein Nemesis 3, also Eye of Destruction, für den MSX-Computer, habe ich hier neben mir gerade liegen. Original verpackt, leider nicht original verschweißt. Aber mit Anleitung und noch gut erhaltener Verpackung. Das Ding habe ich damals, einen MSX-Computer habe ich glücklicherweise noch, plus die Datasette. Schacht hatte das Gerät, ja, wie übrigens auch der C64. Das war vielen und mir auch anfänglich gar nicht klar. Man hat Disketten getauscht, Kassetten auf dem Schulhof. Mir war später erst bewusst, das Ding hat hinten, glaube ich, rechts war das oder so, noch einen Modulschacht. Ups. Ja, und dieses Spiel, der dritte Teil, hatte schon einen besonderen Custom Soundchip eingebaut. So New 8 Voice Polyphonic oder so Soundchip. Das war Wahnsinn aus damaliger Zeit. Was da rauskam, und ich als Ohrmensch war da natürlich total begeistert. Ja, mit einem MSX-Computer verbinde ich mindestens genauso viel wie mit einem Brotkasten. MSX-Computer von Sony hatte ich in mein Super Console X Pro und X Pro 2 auch schon vorgestellt, einige Games aus meiner Jugendzeit. Aber nun soll es dieses sein. Das ist ein Spiel, ja, es ist auf diverse. Gab es auch auf dem C64. Wie gesagt, auf dem MSX, auf dem Game Boy, ist ein Teil der Gradius-Reihe. Hat diverse Nachfolger auch bekommen. Allesamt mindestens gut. Ob das noch aus heutiger Sicht gut ist, kann ich nicht beurteilen. Ich bin kein Experte mehr im Shoot'em-up-Genre-Bereich. Nicht mehr. Ich weiß nicht, wie sich das Genre weiterentwickelt hat und ob die Weiterentwicklung die sogenannte wirklich eine ist. Das müssen Experten beurteilen. Wir legen los. Ich hoffe, ich kriege das jetzt gestartet irgendwie. Ich kriege leider nicht unten diesen Balken. Ich weiß gar nicht, ob ihr ihn seht. Touchpad, Button, Optionsmenü, Balken. Ich starte mal mit Start. Ja, gut. Alles klar. X war zu erwarten. Ich weiß noch nicht, spiele ich das jetzt mit... Ja, alles klar. So kriege ich mein Special aktiviert. Das ist gut. Ich halte den Knopf gedrückt. Ich weiß gar nicht, ob ich damals Dauerfeuer auch schon automatisch hatte auf dem MSX-Computer. Das ist praktisch. Ihr müsst nicht einzeln draufhämmern. Und ich hoffe, ja, das ist schon so eingestellt, wie es damals war, dass sozusagen auf der gleichen Taste auch nach unten schießt. Das könnt ihr nämlich auch noch getrennt machen. Dass ihr noch einzeln die Missiles nach unten schießen müsst, das macht das Ganze unnötig schwerer. Weil ich muss aufpassen, dass ich unten auf der Leiste die Specials nicht verpasse. Hab da so meine Taktiken. Allerdings weiß ich die Laufwege der... von oben wird gleich die Hölle kommen. Ich kenne die Laufwege da oben nicht mehr. Das heißt, wenn ich da irgendwie zwischenfunken will... Aber ich glaube, ich spiele halt Kreuztasten, oder? Das ist schwierig mit meinem Lookstick. Ein bisschen barbarig. Oh, ich hab schon Multi. Wenn ich mich jetzt hochfahre, kann das sein, genau, dass von hinten wieder einer nachrückt, dann müsst ihr eigentlich die Laufwege kennen. Sonst ist das riskant, euch da hoch zu manövrieren. Ich hoffe, sie hauen bald wieder ab. Boah, ist das schwer. Meine Güte, ist das schwer. Ich habe das auch nicht so schnell in Erinnerung. Auf dem MSX war es wahrscheinlich auch nicht so schnell. Weil hier ist halt alles ultra smoothy. Ich fühle mich ganz schön unter Druck gesetzt gerade. Hau ab da oben, hau ab. Wenn ich mich jetzt hochtraue, kommt bestimmt was von hinten. Deshalb lass ich's. Nein. Oh, da ist was. Schießen die da durch? Mal gucken. Nee, das tun sie nicht. Sie schießen nicht durch die Basis, die da oben. Hatte gedacht, die Kanonen da oben können da vielleicht durchschießen. Jetzt mache ich das, was ich früher immer getan habe hier. Ich gehe mal nach ganz oben rechts und hoffe, dass nichts ankommt. Es kann durchaus sein, dass da ein Querläufer kommt und ich tot bin. Das habe ich früher in Kauf genommen. Es ist aber, wenn ich jetzt einzeln drücke, kommen die ein bisschen schneller. Okay. Der hast es viel gehabt. Den kennen wir. Nein. Oh, ich bin gerade fest. Ja, fantastisch. Die Musik ist fantastisch. Das Level-Design gefällt mir heute noch. Das war auch revolutionär, unten auf so einer Leiste eure Specials selber auszuwählen. Das läuft immer durch, wenn es am Ende ist, rechts. Und ihr das verpasst, zum Beispiel Schild ist, glaube ich, Fragezeichen, geht es dann von Anfang an wieder los. Aber Speed-Up, bloß nicht. Mein Raumschiff ist schon fast zu schnell. Fast zu schnell für mich. Aber das war in dem Moment eben gerade gut.
Ja, ich spiele so lange bis zum ersten Tod. Soll auch nur ein Eindruck sein. Fantastisch, es macht heute noch Spaß. Ein bisschen, weiß ich, zweite Multi, ihr könnt übrigens sogar noch einen dritten kann ich nehmen. Stimmt, vielleicht auch einen vierten, weiß ich gar nicht mehr. Das ist auch fantastisch, das hört jetzt nicht auf. Ihr könnt Multis nachschieben, Laser finde ich jetzt nicht so dolle als Waffe. Bin ich oft reingefallen, weil der nur eine kleine Pause macht beim Schießen. Und genau in der Pause greifen euch gerne mal Formationen an. Denkt ihr, ihr seid safe, jetzt kommt der Laser, dann kommt er gerade nicht in dem Moment. Oha, das war vielleicht ein Fehler. Ja, das war ein Fehler. Okay, Freunde, das soll es auch sein. Kann ich das pausieren? Kann ich vielleicht noch was sagen zum Spiel? Ich weiß gar nicht, wie ich es pausiert kriege. Oder ich gehe jetzt mal ab. Warte mal, ich gehe mal ab oder ich lasse es laufen. Das war mein... Du kriegst nicht pausiert, vielleicht mit... Damit, okay. Das war mein Ausnahmetitel für diese Woche. Ich habe das nicht so schnell in Erinnerung gehabt. Vielleicht war es damals auch nicht so schnell. Ich weiß auch nicht, wie smoothy das damals lief. Ob das... Ja doch, hin und wieder hat es, glaube ich, auch geruckelt auf dem MSX. Aber das ist... Ihr habt ja natürlich bei der PS4-Version, hatte ich erzählt am Anfang, woher das jetzt kommt. Aus der... Für 9,99 war die mal im Angebot. Konami Anniversary Collection. Da war noch was weiteres in dem Titel. Aber so ungefähr, da findet ihr das. Konami Anniversary Collection, das war mal für 9,99 im Angebot. Da sind diverse Spiele drin, nicht nur Shoot'em-ups. Und das ist eines, was meine Jugendzeit geprägt hat auch. Und ich meine, ich hätte es damals nicht durchgeschafft. Da kam zum Schluss dieses riesige Raumschiff, in das ich reingeflogen bin. Daran kann ich mich noch erinnern. Ich kann mich aber nicht erinnern. Ihr müsst da drin, glaube ich, zum Kern kommen. Genau, weil ich hatte das dann später mal nachgeholt. Durchzuspielen. Ihr müsst drin, ist das Auge irgendwo nachher. Ihr müsst unten reinfliegen, dann ist da drin noch so ein kleines Labyrinth angeordnet und dann fliegt ihr bis zum Auge und müsst das von drin bekämpfen. Das war, glaube ich, das Real Ending. Vielleicht gibt es noch ein anderes, ich weiß das nicht. Das Spiel möchte ich auf jeden Fall ans Herz legen. Vielleicht aus heutiger Shoot'em-Up-Experten-Sicht vielleicht nur noch eine 6 oder 7.0 von 10. Aber das ist halt dieser Nostalgie-Bonus. Das ist dem Nostalgie-Bonus geschuldet und meines halt nicht Expertenseins in Shoot'em-Ups. Für mich ist das heute immer noch eine glatte mindestens 8 von 10. Ich sagte ich in anderen Videos auch schon mal, ich präferiere eigentlich Side-Scroll-Shoot'em-Ups. Ob schon es auch exzellente Shoot'em-Ups gibt. Wobei XLA im zweiten Level ist es ja auch side-scrollig, aber im ersten beispielsweise spielt ihr ja top-down von unten nach oben und dann scrollt das vertikal durch die fantastische... Ja, dann ist es aber schon wieder bei Konami. Ja, die haben es wirklich drauf gehabt. Damals, ich hoffe irgendwann heute auch mal wieder, weil die sind ja, glaube ich, die haben jetzt erstmal genug Ärger, glaube ich, mit Silent Hill 2, mit der in Anführungsstrichen, ja, was heißt in Anführungsstrichen, Neuauflage, da ist das schon derbe Kritik niedergeprasselt, aber anderes Thema. Ja, und so weiter. Also ich habe damals viele, viele Shoot'em-Ups gespielt, aber so aus heutiger Sicht, auch auf dem C64 schon und dann einige auch auf dem MSX-Computer. Aber ich bin da jetzt nicht mehr so drin, dass ich wirklich auch die ganzen auf dem Dreamcast alle nachgeholt hätte. Beispielsweise Ikaruga, gab es auch auf dem Gamecube, habe ich auch nicht intensiv genug gespielt, um wirklich sagen zu können, was unterscheidet noch ein exzellentes Shoot'em-Up von einem guten bis sehr guten. Ja, bye bye und auf Wiedersehen. Ich kann es nicht lassen, ein bisschen Theorie noch mal fallen zu lassen. Das ist der Ausnahmetitel für diese Woche. Ob er den heutigen Gütekriterien noch standhält, sei einmal dahingesagt. Aber
Allein deshalb bleibt es wieder ein Ausnahmetitel, weil es in dieser Preistüte für 9,99 eines vieler Spiele, Pop and Twin Bee ist da auch drin beispielsweise, Castlevania Vorläufer ist da auch drin in dieser Konami Collection, aber ein Bock schwerer wohlgemerkt. Also, wer glaubt, irgendwie ein Game Boy Castlevania, eins von den Teilen sei in irgendeiner Form unfair, der sollte das Ding mal spielen. Alter Verwalter. Aber dafür empfehle ich tatsächlich diese Superkonsolen X Pros oder auch andere. Ich weiß gar nicht, ob das hier denn auch ginge, dass ihr zwischenspeichert. Wenn ihr das Ding ohne Zwischenspeicher durchspielen wollt, ja, viel Spaß, Freunde der spielenden Zunft. Das ist nicht nur ein Stundenprogramm, nicht nur ein Tageprogramm. Ich würde mal vermuten, da werdet ihr Wochen trainieren müssen ohne Zwischenspeicher. Und das ist ja fantastisch auch an diesen Shiner-Konsolen. Ihr speichert zwischen und ärgert euch da nicht tot. Ich habe da, das habe ich damals nicht gespielt, aber ich habe gehört, Hagane beispielsweise soll eines der schwersten Spiele der Welt sein. Super Nintendo. SNES 93, 92, 94, wahrscheinlich irgendwann in dem Zeitpunkt, Zeitraum rausgekommen. Habe ich nur gehört, ich habe es damals nicht gespielt und habe es jetzt gespielt und war beim allerletzten Endboss, so einer abhebenden, raketenartigen. Und da war ich denn ganz froh, dass ich zwischenspeichern konnte. Weil das zu üben, ist eine Art Parcourslauf. Ihr müsst alle Techniken beherrschen. Ihr dürft euch vielleicht einen kleinen Fehler erlauben. Ihr müsst hoch immer der Rakete hinterher, die schwebt nach oben und Damage machen. Und wenn ihr nicht genug Damage macht, ist vorbei. Sie hebt ab. Wenn ihr das ohne Zwischenspeicher durchspielen wollt, ja, auch viel Spaß. Ist denn auch wieder ein Stundentrainingsprogramm. Brauche ich nicht mehr. Vielleicht bei Elden Ring tue ich mir das noch an, dass ich alleine die Endbosse nochmal bekämpfe jetzt im DLC mit meinem Char. Aber ich bin mir noch nicht mal mehr sicher, ob ich mir das antun will, stundenlang Movesets zu lernen. Vielleicht benutze ich dann eine Asche oder nehme einen Freund zur Hilfe. Ja, bye bye und auf Wiedersehen. Das war, wie gesagt, mein, ja, wo war ich stehen geblieben? Ausnahmetitel. Genau. Tschüss, tschüss.